Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 4, nachdem wir im letzten Part das große Ding abgezogen haben, der Bank of Liberty. Machen wir nun weiter mit dem Spiel, logischerweise. Aktuell haben wir nur Way. Na, okay. Nico, my boy, this is Packy's brother, Gerald McCreary. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Come and see me at my mom's house. Use the back entrance. Alles klar, jetzt haben wir auch Gary McCreary als Auftraggeber und ich wollte gerade sagen, im Moment haben wir nur Ray Porcino, was auch immer, als Auftraggeber. Aber bevor wir irgendwas machen, würde ich sagen, holen wir noch ein neues Fahrzeug für Brucey. Oh, wir haben ein paar mehr Mates. Ah, und das weitere Date. Alles klar. Mr. Fackler, aha, ja. Aha. Craplist.net. Okay. Crap Job. Crap zu verkaufen gesucht. Gibt schon Scheiße in dem Spiel. So, Brucey hier. Eine Sanchez. Hol mir die doch. Was Barbo ab. Dafür klaus ich jetzt eine Passagier. Kriegst nur einmal Geld. So alte Oma und der irgendwie Sohn anscheinend. This is so I'll break your face right now. You ain't getting no ransom from me. You chose the wrong fucking guy. Hab ich das? Na komm. Oh Gott. Now I'll show you how to fight. Stay down. You show me how you fight. Okay. Guck mal, das ist direkt von Brucey's Nase quasi. Du hast schon wieder gestorben, ey. Du warst schon wieder rumeilen wollte. Sie rock auf? Ja, okay. Okay, dann halt nicht. Aber man kann sich hier bloß die Garage ein bisschen umgucken noch, wenn man will. Also kommt man normalerweise hier gar nicht rein. The Sanchez is now in the lockup, man. It's a fun little bike. He's genetically superior. Black me! Thanks, Brucey. Let me know if there's something else you need. Was? Wir lassen mal Nico ein bisschen Spaß da. Habe das auch mal gesehen. Das aussteigen, danke. Schöne Bewegung. Du bist selber schuld. Nicht, allein nicht. Nico, I got a favor to ask you. What is it? Well, you've been spending time with the rest of my family. I figured you may as well complete the set. You remember my brother Derek? Came along on the bank job? Sure. He's in a bad way. Last I heard, he was spending his hours in some park in Manhattan. Go down and check on him. Me and Gerald will cover any expenses incurred. All right, man. I'll go find him. Jetzt haben wir noch Derek als Auftraggeber. Mensch, jetzt haben wir jetzt wieder bei mir zu tun. Fuck you. Sag das so? Wie war ich noch nie? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es in dieser Gasse war.
Ich fahre mal jetzt zu Chabot. Eigentlich wollte ich ja zu Way fahren, aber jetzt sind wir hier schon im Broker. Und ich kann auch zu Chabot fahren. Aber vorher schalte mal am Waffenladen vorbei. Und mal neue Weste holen. Ruf mal gerade noch an, damit ich wieder vollgeheilt bin. Hello, you're through to the Liberty City Emergency, sir. Hello, you're through to the... Obwohl, kommt er? Geil, ja, kommt er. Mal gucken, ob das jetzt endlich mal klappt. Oder steht Comet, oder? Nee. Die Wandel wird mich $385 kosten. Ja, alles klar. Teuer. Dankeschön. Was passiert, wenn ich dich eigentlich umbringe jetzt? Hey, hol ich mir mal Geld wieder. Okay, jetzt kann Comet sein, also aussehen so ein bisschen. So, jetzt haben wir ein paar Waffen. Ja, ja. So, noch voll. Weste. Ein paar Granätchen. Ja, Packy. Na klar, warum Let's go nicht. Play some darts, man. I'll pick you up in the next hour. We got a plan, Nico. I'll wait for you. Mensch, Peck, jetzt würdest du vor 2 Minuten auch sagen können, wo ich hier war. Ja, wo du mich schon angerufen hattest. Naja, egal. So, das war's. Ja, das arme Auto. Packy? Warum ist Packy und auch Gorquin? Nee, sorry Packy. Dann wird das nix. Der ist hier im Broker gewesen, klar, aber so. Hey man, I can't do darts no more. Fine, Bullen! Das ist ein Bullen! Gerade, what the fuck? Kann ich Packy aber theoretisch jetzt schon anrufen mit ihnen irgendwas machen? Ja, okay. Also, ich kann euch ja mal erklären, wenn man mit Jacob genug wacht, können wir ihn anrufen und er bringt uns Waren vorbei, Waffenwaren, wo wir Sachen, Waffen kaufen können. Wenn wir mit Dwayne genug machen, dann können wir ihn anrufen, der schickt uns ein paar Gangmitglieder, die uns helfen im Kämpfen. Wenn wir genug mit Brucey machen, gar nichts, glaube ich. Nicht wirklich. Ich glaube, du kannst einen Helikopter von ihm antworten. Der holt dich dann ab mit dem Helikopter. Scheiße! Ja, würde ich auch sagen. Jacob hatte ich, Percy habe ich, Packy. Ach ja, genau. Und wenn man genug mit Packy macht, kann man ihn anrufen. Von denen kriegst du dann eine Autobombe, die kannst du dann unter Autos platzieren. Beliebig. Ja, und das war's eigentlich. Actions speak louder than words. Here, just you and me. Come in, come in. Beer? No, thank you. Oh, I agree. Let's have whiskey instead. Packy swears by you. Absolutely swears by you. Yeah? You handled yourself well in the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun. Good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Focus. All we've ever been is bitches, working for guineas, working for niggas. Any asshole with a buck, a whole lot spent in a proper manner. Oh yeah, whining women as quick as possible, and remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down, friend? Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number.
I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packett was right for once. I'm glad you're on board. Yup. So. Mein Auto steht wahrscheinlich. Das Auto ist ja noch da. Aber nicht den Sentine. Ach, der ist sogar offen. Ha. Praktisch. Ach komm, den Monster Start machen wir hier. Oder auch nicht. Ja. Da. Sind eigentlich ihre Monster Start. Oh Gott. Ich wusste es. Mir war so klar, dass sie rausgeschleudert werden. Ja, egal, was wert für die zwei Monster-Stunts da. What the fucking damn, son? Oh, mein Auto hat einen Rechtsdrang. Oh Gott, nee, das soll ich sicher nicht sagen, Leute. Verkneife ich mir mal einen Witz. Bleibst du wohl stehen? Nimm mal den halt. Keins, aber ich brauch das Auto. Kannst ja hier mal gerne mal ein kaputtes Sitz fahren, wenn du willst. Hab ich nichts dagegen. Könnte irgendjemanden, keine Ahnung wen. Aber ja, genauso ungefähr wird das dann mit Packy ablaufen. Der deponiert eine Bombe, wir picken die Bombe ab. Und ja. So Jerry, I got this bomb. Alright, listen, the Ancelotti's and the Albanians are meeting in Little Italy. Tony's coming to the alley, also auf nach Algonquin. Put the bomb in the trunk. Then follow the wise guys from their meeting back to the rest of their crew. Then you blow the bomb. Make sure no one walks away. It's easy, right? So easy. I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with this man. You ain't got a gallon of whiskey in your system. And besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. Auch wieder wahr. Jetzt doch wieder irgendein Haken. Aber wenn wir schon mal hier sind, aktivieren wir hier den Klackenbau. Ich kann sowieso einen kleinen Snack vertragen. Oh, ich muss gleich mal die Broker anmachen. Hallo, zählt das mal als aktiviert, aber anscheinend nicht, noch nicht. Das soll übrigens ein Easter Egg hier an den Typ von San Andreas sein. Ich habe den Namen vergessen, der bei Klackenberg gearbeitet hat. Da irgendwie, so. Weiß nicht mal, wie er heißt. San Andreas habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Where the Broker. Long way to see it. Came a long way to see it. Now I wish you were there, wish you were there. You came a long way to see you, now I wish you were there. Na, geht's halt aufwärts zu senken. Ihr könnt mich aber nicht dafür verurteilen. Die Musik, die Radiomusik in diesem Spiel ist grandios, ja. Das ist jetzt nicht so grandios. Ja, ja komm. Ja, nein, nicht in die Richtung. Problem ist, ich kam nicht weiter, die scheiß Wand ist.
natürlich alle Autos weg, ne? Kurz umdrehen. Ha! Nehmen wir jetzt ein Taxi einfach. Hier kamen so 20 Taxis auf einmal. Taxen, dann muss man das dann nutzen. Scheiß auf den Sentine. Okay, here we are, Bucko. Nehmen wir ein Taxi, das ist nicht so auffällig. Soll das nicht Tonys Limousine, also den Schafter, dastehen? Besorgt ihr ein Fahrzeug gefährlich von der Autobombe? Aber das ist nicht Tony, der da rauskommt. Der wohnt ja da. Nee, das ist Tony. Hey, Big Tone! Did you kick some ass or what? The Albanians know they got us over a barrel, Sal. At least it's better than dealing with those fucking drunken Irish bastards, though. Forget about it. Jetzt feuern wir ihn. Ich bin ein Taxi, woher sollen die wissen, dass ich... Okay, ich sehe nicht aus wie Taxifahrer, aber trotzdem. Woher sollen die wissen, dass ich... Dass ich nicht... Also, dass ich nur ein normales Taxi bin, ne? Wenn ich natürlich so fahre wie die, dann merken die das sofort. Oh, schön, die fahren wenigstens über rote Ampeln. Nicht so wie der Typ aus Bohan, der sich noch ein Stück verdammte STVO gehalten hat, ey. Stau, Crash. Okay. Weiß gar nicht mehr, dass er so fährt, aber anscheinend fährt er so. Stört liegt der jetzt ja auch wenigstens auf der auf dem Highway. Ist das schon, kann man schon Highway nennen? Ich glaube ja. Eine Schnellstraße, die nach Wien. Beschleunigen ist was anderes, ne? Nur mal zurückgelegt. Oh, jetzt beschleunigen sie aber doch mal. Okay, ich kann auch besser Unfall hier oder so. Hallo? The fuck? Liegt er sich? Bestimmt voll unauffällig. Die merken jetzt bestimmt nicht, dass sie niemand folgt. Wenn sie deckt, wäre alles doch egal, oder? Also, die fahren ja bestimmt trotzdem. Woher soll ich überhaupt wissen, dass sie verfolgt werden, ja? Der unauffällig mit dem Taxi folgt, oder nicht? Oh, wieso fährt er jetzt so lang, Mann? Er fährt vor den Umweg. Ich habe genau an das Lied gerade gedacht, bevor ich gerade das Dock angemacht habe.
Ich versuche jetzt Russisch zu singen, das wird keine Ahnung, irgendwas klingen, nur nicht Russisch. So, das auch voll unauffällig. Gerne an die Stelle und zippen die Bombe. Na, ich runterfallen. Ich wollte nur hier drauf als Deckung was nutzen, aber wie klappt das nicht so vorgestellt habe. Noch drauf bleiben. So, ungefähr. Ja, wollte ich gar nicht. Menü, Telefonbuch. Jerry, zünden! Und tschüss. Und tschüss. Ja, ein paar von denen sind gestorben. Das war voll daneben geballert. Verschwinde von dort und werde den Fahndungslevel los, alles klar. Ich wollte Pen Space fahren, aber. Das könnte ein Fehler sein. Das war ein Fehler. Oh, Gott sei Dank hätte der Kopf da lang, ey. Eieiei, okay. Jetzt hier links rein. Gott sei Dank ist der da abgebogen. So, kein Fahndungslevel jetzt mal wieder. Danke. Ach, kein Anruf an Joey. Ja, wollte ich sagen. Alles klar. Wir fahren jetzt vorbei, wie ich sage. Oh, böse. Wie rufe ich an, wenn du nicht gerade ein paar Leute umgehst oder deine Deltas trainierst oder sonst was machst? In der ganzen Stadt gehen Rennen ab, ja. Rennen sind relativ langweilig. Alter, also, gibt's auch nichts Besonderes. Am Ende gibt's nur ein tolles Auto oder so. Du musst ja unser eigenes Auto sogar mitnehmen. Oder ich glaube, Rennen kommt man so viel machen wie ich weiß nicht mehr, schon so lange her. So, a long way to fall. I'm here for someone. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? He's in the back. Thanks.
That Mick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're reliable. Yep. But can I trust you? Hmm? Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the videos. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. Do what you gotta do. Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Good. But you mess up, bad things are gonna happen. Ach, ich werde das schon nicht vermasseln. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. So, wir sollen ja, zur Sozialwohnung. Lesen, Niki, das könnte nicht sein. Halt nach diesen Typen auch schon Alonso. Er ist einer von den Benjamin Gorillas. Typen in der 72. Typen im 72er T-Shirt. Ach, die Mission. Ja, doch, die oder ja, müsste die sein, die ich gerade denke, die ist es im Kopf. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ich muss diesen. Uiuiuiui. Entschuldigung. Und immer noch, wenn ihr so ein kleines Rauschen im Hintergrund hört, ist immer noch mal ein Ventilator. Mit 28 Grad in der Bude ist nicht so schön. Ist auch nicht mehr normal als Wetter aktuell. Wow. Nicht mal einen kalten Tag zwischen. Ich habe hier noch das Glück, in meinem Kaffee regnet es und gewittert so gut wie nie. Das Gewürz kühlt nicht mal ab. Ach, da ist er doch. Servus. You know what apartment Teddy Benavidez is in? No sir, I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? Shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there. They're fixing it up. Du läufst hier nicht weg, ja? Du sagst dir sonst noch Bescheid hier. Mit 50 Stichen getötet. Und du lebst ja gar noch, ja? So. Wenn du Glück hast, wirst du von den Paramedics geheilt. Mit dem Lift kommst du bis in den 20. Stock. Oder wir nehmen die Treppen. Aber nein, wir nehmen den Fahrstuhl. Natürlich. Was denn sonst? Oh. Die Tür ging aber schnell auf. Ja, du bist sowieso gleich abgeknallt. Was ist das denn? Hä? Aber was? Also das ist krass am Buch. Ich dachte, die Wohnung muss ich, aber nope. Ist noch eine Höhe. Okay, okay. Stay down. Don't kill me, man.
ist, ja. Gut, dass wir eine Weste haben. Mehr kann ich jetzt so nicht sagen. Kurz hier aufräumen, falls hier noch was ist. Wer ist? Sieht aber soweit sauber aus. Okay. Erstmal zumindest. Okay, lass ich euch mal noch ein bisschen am Leben. Radio kaputt gemacht. Hier ist keiner. Too slow, Mama. Nein, Nico, du bist aber auch ein Idiot, ne? Also werden jetzt hier auf einmal welche gewiesen, da. Ich werde dich schon nicht killen. Toll. Hättest du nichts gesagt, hätte ich dich nicht gesehen. Sonst gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder tötet man den hier vorne. Oder man macht es mit Style. Wir machen es aber mit Style. Was ist das about, Bendejo? You all raid Bocino a lot of money. You should have paid. Those putos too old. They're finished, fool. The city don't belong to them no more. I wouldn't pay them shit. Go fuck yourself. Okay. Ich habe schon mal brutaler gesehen, dass der auf dem Geländer gelandet ist. Das sah schmerzhaft aus. Oh, immer läuft er von selbst runter. Ach, Nicky, du bist ein Held. Schnell. Bevor der Anruf kommt. Na, ah, verdammt. Jetzt habe ich den. Ich wollte Korn skippen. Ich wollte nur zum Auto, damit wir schon mal. Naja. Egal. Damit würde ich auch sagen, das reicht jetzt dafür die Part. Ich bin schon wieder bei einer halben Stunde. Muss ja nicht über 50, 40 Minuten lang sein. Das Spiel ist auch lang genug. Ne? Playboys Auto steht hier immer noch. Hello there. Hello? Okay. Damit bedanke ich mich dafür, dass ihr zugesehen habt oder auch nicht. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge von GTA 4. Bis dann. Und ciao.